Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Zeit Helper Band Challenge. Im letzten Part haben wir noch einen Versuch brauchen müssen, um wieder durch den Dunkelkrater zu kommen, denn wir sind beim ersten Mal leider durch ein Jungblut weggehext worden und haben es deswegen erneut probiert und jetzt sind wir sogar im tiefen Dunkelkrater angekommen und hoffen endlich dann auch bei Darkrai selbst ankommen zu können. Und dann, ja, würde ich sagen, bringen wir dann auch endlich dieses Projekt hoffentlich erfolgreich zum Ende. Vielleicht sogar im heutigen Part. Wir werden es sehen, aber nur wenn wir ankommen und auch wirklich Darkrai besiegen. Nur dann und irgendwie glaube ich, wir können das schaffen. Aber nur wenn wir keine Jungblut mehr jetzt besiegen müssen. Das ist die einzige Hoffnung, die uns verbleibt. Also bin ich mal gespannt. Ah, apropos. Schön, dass du uns das Licht zu uns gesellst, besser gesagt. Stirb. So. Wo muss ich hin? Hier schon mal nicht. Lass mich raten, die Treppe ist ganz oben rechts. So, dann darf ich gleich schon den längsten Weg wieder zu mir nehmen. Nein! Ich hasse Erdbeben. Also macht er das auch schon hier. Geh kaputt. Nein! Critical Hit! Vielen Dank, Kamerupt. Das habe ich jetzt gebraucht. Das gibt's doch nicht, oder? Kann das echt sein? Wie viele Crits müssen denn fallen? Es sind noch nicht mal 2 Minuten dieses Fahrts vergangen. Wir sind schon wieder weggehext worden. Oh, wow, Leute. Was habe ich ja gesagt mit dem Gefühl, wir kommen heute durch? Echte Herausforderung, ja. Stimmt es, dass mittlerweile ich immer besiegt werde? Weil ich immer weggehext werde? Ja, sabbel nicht. So. 2 Singlebären noch. Cool. Ein Taubsam, 2 Schlafsam, Appellop. Kein Fleeop mehr. Ein Defense Shawl. Ich probiere es damit noch. Ich meine, wir kamen ja ohne großartige Vorbereitung, ohne irgendwelche Singlebären oder sonst was. Kamen wir durch diesen Dunkelkrater und jetzt schaffen wir es nicht, wenn wir uns mit Items zumüllen, weil wir einfach weggehext werden dann. Es ist einfach eine Qual. So, die Singlebären sollten hoffentlich reichen. Bitte. Was Besseres haben wir halt nicht. Nicht einen einzigen Belierbalsam in diesem Spiel heute benutzt. Grundsätzlich nicht benutzt. Ach ja, was eine Challenge, Leute. Und direkt eine Singlebeere aufgehoben. Würde ich ganz gern zu mir nehmen. Ob wir das hinkriegen? Ich glaube nicht. Hallo Jungblut. Und tschüss Jungblut. Du bist wahrscheinlich das Igelava. Bitte ess die Singlebeere nicht. Sei so nett. Hm. Das hast du toll gemacht. Ach, geh kaputt. Ich meine, es wird ihm jetzt im Endeffekt eh nicht helfen. Du wirst so oder so sterben. Ja. Schön mit der Paralyse. Meine tolle Singlebeere. Ich hätte sie jetzt mitnehmen können. Was kommt da wieder? Ein Jungblut natürlich. Was auch sonst. Jetzt paralysiere ich ja mittlerweile alles. Das ist großartig meddert, aber was soll's. So. Bitte. Lass uns hier durchkommen. Ohne Hex. Wenn wir bei Darkrai sind, dann würden wir es hinkriegen. Irgendwie. Wir werden das schon irgendwie schaffen. Wir müssen Darkrai nur besiegen. Beziehungsweise erstmal betäuben mit dem Taubsamen. Und dann sollten wir den Rest eigentlich hinkriegen. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich komplett verarschen? Großbrand Volltreffer. Wieso? Was ist denn los hier? Ach, das kann doch echt nicht sein. Ich habe jetzt eh keine Items mehr. Das kann doch echt... Ich gehe jetzt irgendwie... Leute, ich gehe jetzt hier durch. Ich will hier in der Stadt. Auch wenn ich irgendwann gar keine Items mehr habe. Ich gehe hier durch. Ich meine, ich hatte einen Defense-Schal an. Meine Verteidigung war erhöht. Eine Singlebeere, ein Heilsam, ein Schlafsam und Taubsam. Nö, Leute, ich gehe nicht zurück. Ich mache das hier jetzt. Scheißegal, wie viele Crits jetzt noch kommen würden. Wie viele Fähigkeiten aktivieren, wie viele sonstige Hacks noch passieren können. Wir kommen hier jetzt irgendwie durch. Das eigentliche Problem in diesen Spielen, dieser Challenge, ist nicht die Challenge, mit denen keine Belebersam nutzen. Nein, es sind die einfachen Hacks hier. Komm schon, Erdbeben-Crit. Ich will sehen hier, mein Freund. Zeig mir, was du kannst. Zeig mir den Erdbeben-Crit. Und jetzt macht er natürlich nur Tackle und Bodycheck. Auch schön. Komm schon, hext mich weg hier. Wer hat mich noch nicht weggehext? Irgendein Feuerstarter, der das noch möchte? Vielleicht? Wow! So. So, komm schon, bitte. Lass mich hier einfach nur durch. Mehr will ich gar nicht. Es geht wieder los, Leute. Es geht wieder los. Ich freue mich. Ah, lass mich doch endlich dieses Spiel durchspielen. Nein! Ach, Mann. So, Moment. Dann hole ich die mir wieder zusammen. Komm mal zu mir.
So, am liebsten würde ich jetzt ja ruckzuck einsetzen, so wie er es jetzt gerade tut, aber ich kann es leider nicht, denn es ist leider leer. So, okay, ist an links, was soll's. So. Junglud, hey! Auf dich habe ich gewartet! So. Ich belebe mal schön alles hier. Natürlich treffe ich nicht. So, ja, greif an. So. Natürlich treffe ich schon wieder nicht. Na komm schon. Ich bin voll happy übrigens. Man kann es mir nicht unbedingt anmerken, aber ich liebe dieses Spiel manchmal. Ist das nicht toll? Jetzt die ganzen Arcanis, ne? Und die beleben hier so wieder so viel. So. Aber aktuell sind die nicht so hexlastig, muss ich sagen. Zumindest critten die jetzt gerade nicht mehr so viel. Oh, Moment, was ist das? Noch ein Defense Schal. Das ist gut. Das kriegst du. So. Man weiß ja nie. Aber anscheinend ist es ja auch so, dass Crits durch die ganzen Schals durchgehen, so wie ich gesehen habe. Ah, Leute, trefft doch wieder eure Attacken. Und flincht nicht. So. Komm schon. Oh, Overkill. Ah, Leute, U3. Da sind wir eben schon gestorben. Bitte. Lasst mich doch nur hier durch. Darkrai soll ich sonst hinkriegen. Irgendwie. Es muss doch irgendwie funktionieren. Dieses Spiel muss doch durchspielbar sein. Au. Ja, natürlich treffe ich nicht. Mach du den Rest, bitte. Komm schon. So, meine Güte. Halt ich mich bitte kurz. Moment. Ich muss mir sie Gewehren sparen. Ich habe eh nur eine. Ach, dann kommen sie gleichzeitig natürlich. So will ich sie sehen. Dum, 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 dum. So. Mach's kaputt. Ah, Leute. Was ist mit dir los? Wieso hast du Aufruhrstatus? Hat irgendjemand Aufruhr eingesetzt? Oder was? Hast du ein Item genutzt irgendwie? Egal. Das ist ja merkwürdig. Und Warpstorm auch nicht schlecht. So, lass es schlafen, bitte. Oder auch nicht. Egal. Egal. U4, neuer Rekord, Leute. So, was haben wir hier Schönes? Nimm das mal mit, bitte. Christian, kannst du die mitnehmen? So. Ich möchte nur hier durch. Ich will doch gar nicht mehr, Leute. Bitte. Ich möchte nur diesen einen Dungeon mit dem Boss schaffen. Ist das denn zu viel verlangt? Oh Gott, Großbrand. Nein, stirb. Stirb, bitte. Stirb. Volltreffer. So. Wo muss ich hin? Ich will nur hier raus. Oh, Goldband. Auch schön. Das nutzlose Item im ganzen Spiel. Also gut, man kann es zum Verkaufen nutzen, aber ansonsten hat es keinen Effekt. Es gibt ja nicht... Also jedes Item... Wow, hat sogar Tagelieb. Ich meine, jedes Item hat hier irgendeinen Effekt, aber Goldband hat halt nicht... Kann halt nur Poke bringen. Erbringen. Wie auch immer. Wo muss ich hin? Du bist ein Arschloch, Kamerob. Toll, danke schön, dass du mich auf Level zurückgebracht hast. Zumindest kann ich gleich wieder ein neues Level kriegen. Krieg zwar höhere Dings, aber... Was soll's. Angriffverteidigung, Spezialangriff. Hat ja unglaublich viel genützt. Egal. So. Ich muss da irgendwie unten lang, ne? Ja, macht Sinn. So, okay. U5. Werden wir es heute noch schaffen? Ich glaube nicht, ne? Zeitlich. Ich werde wahrscheinlich heute eh nochmal sterben. Ich weiß es doch, Leute. Ich weiß es. Es kommt halt noch ein Erdbeben-Crit von einem Kamerupt oder so. Und irgendjemand wird dann sterben. Darauf warte ich immer noch. Ich bin optimistisch. Kann man nicht anders sagen. Jawohl. Am besten 5-mal Crit mit dem Furienschlag. Das wäre doch jetzt das Highlight. Und es gibt wieder Rihonior. Oh, freue ich mich. Und Volltreffer. Oh, freue ich mich. Noch ein Volltreffer. Nee, okay, das war kein Volltreffer. Nee. So. Oder? Wie wird das angezeigt? Moment. Nee, stand. Doch, das waren doch. Ja, okay. Egal. Es waren 2 Crits. Leute, bitte fühlt mit mir. Ich denke mal, es ist soweit verständlich. Ich meine, ich werde auch noch andere Mystery Dungeon Teile spielen. Und ich habe ja noch andere... Ach ja, stimmt, da war ja was. Und ich habe ja noch andere Challenges ausgedacht, damit ich nicht immer dasselbe habe. Und ihr müsst euch vorstellen, diese Helper Band Challenge mit den Nichtnutzen eines Belebersamens ist noch die einfachste Challenge. Da kommen auch viel, viel schwerere auf uns zu wahrscheinlich, wenn ich sie wirklich durchsetze. Wenn ich mich das traue. Es kann auch sein, dass es Challenges gibt, die ich niemals schaffen werde. Soll es ja auch geben. Was einen besonderen Grund hat, zum Beispiel sowas hier. Das hat mir jetzt noch gefehlt. Hey, ich habe einen Fliehob gefunden. Soll ich den vielleicht mal nutzen?
Ja, was soll ich machen, Leute? Was soll ich machen? Wenn ich jetzt fliehe, dann... Nee, dann lande ich, glaube ich. Ah, komm, ich fliehe einfach. Aber dann lande ich jetzt aber im Dings-Dungeon, ne? Also ich lande nicht im Mittelteil, ne? Müsste ich eigentlich. Hab ich auch gespeichert, aber da habe ich keine Chance gegen. Das kann man vergessen. Ja, ich bin hier, okay. Wieso liegen wir K.O.? Wir haben Flieh auch benutzt. Aber ich hätte das eh nicht geschafft, Leute. Das ist eh klar. Hätten wir vergessen können. Der Dungeon liebt mich. Es ist einfach so. Okay, durch hier, bitte. Und diese, wir werden es heute auch nicht schaffen. Definitiv nicht. Aber was soll man machen? Die Crits gehen weiter. Ah, Leute, ich habe echt zu viel vom Spiel. Ich habe echt viel zu viel. Zwei Angriffe schon und zwei Crits, möchte ich mal erwähnen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ich weiß es nicht. Also, auch wenn ich nichts dagegen habe, grundsätzlich, wenn wir einen Crit bekommen, aber es sind grundsätzlich einfach zu viele. Das kann ich nicht ab. So. Aber zumindest habe ich noch meinen Taubsamen, ne? Ja, habe ich noch. Den brauche ich gegen Darkrai. Und wehe, den frisst er nicht. Wehe. Ich mache mir schon wieder solche Sachen aus. Oh, Leute, es geht wieder los. So, Moment. Komm schon, triff mal wieder. Nein. Oh. So, komm schon. So, sag mal, hallo. Du willst mich echt verarschen, oder? So, bitte, triff doch mal beide. Ja, danke schön. Ist die Wahrscheinlichkeit so niedrig? Muss sie so niedrig sein und zureichen, sehr schön. Ich hatte gerade echt kurz Angst, weil viele Wunderfelder sagen aus, dass es hier einen Monsterraum geben könnte. Aber es war keiner. Vier Wunderfelder in einem Raum und das ohne Monsterraum. Okay, das ist sehr interessant. Hatte ich das schon mal? Ich glaube nicht. Na gut, was soll's. Ach, wieder. Ach, ist schon wieder so eine Ebene. Und eine Singebäre, die aufgehoben wurde. Texo. Wenn ich eins sehe, dann muss ich erstmal aufpassen. Jawohl. Brennen noch überall alles nieder, was geht. Am besten noch ein Erdbeben hinterher oder so. So. Ach, Leute. Den Satz habe ich heute auch schon sehr oft gesagt. Ach, Leute. Aber es hat ja seinen Sinn. So, ich brenne wieder schön. Und eine Sackgasse, toll. Ich kann den ganzen Weg wieder zurückrennen. Da freue ich mich. So. Hallo Galopper und paralysiert. Ist das nicht toll? Ja, es ist nicht toll. Ach, aber fliegen kann es dann trotzdem, ne? Kann es das echt? Nee. Kann es nicht. Brauche ich auch keine Ruckzucki verschwenden. So, du könntest das mit der Singebäre sein. Okay, dann müssen wir es jetzt zusammen angreifen. Dann will mir Flupa jetzt hoffentlich mal helfen. Nee, ein Volltreffer reicht schon, okay. Weil ich war mir sicher, ein normaler Angriff hätte nicht gereicht. Und dann hätte er wahrscheinlich die Singebäre gegessen. Okay, jetzt haben wir immerhin zwei. Immerhin. So, du bist auch noch da. Dich mache ich fertig. So. Wie das echt überlebt, ne? Aber immerhin trifft er nicht. So. Hallo, Galopper. Schön, dich auch zu sehen. So, tschüss. Wir müssen was so viele Erfahrungspunkte bekommen haben mittlerweile, ne? Aber so viele massige. So. Und jetzt kommen sie wieder alle. Das ist doch klasse. So, Eisenschweif. Du triffst sogar mal. So, geh doch jetzt mal endlich kaputt. Was hältst du davon? So, du bist wahrscheinlich eh One-Hit, oder? Nee, dann nicht. Aber gut, Paralyse ist dann eh egal. So, Treppe, bitte. Rechts muss die Treppe sein, danke. Was ist das für ein Orb? Erstaub? Nee, Wechselorb. Erstaub wäre nochmal schön für einen zukünftigen Monsterraum, man weiß ja nie. Blö? Ja, einige haben den Tipp gegeben, ich sollte doch nicht versuchen, dass ich nochmal zurückgehe und dann mit meiner gewissen Vorbereitung dann den Dungeon nochmal zu probieren, sondern ich hätte es direkt beim... als wir das erste Mal probiert haben, ohne großartige Vorbereitung. Da haben wir es dann sogar fast geschafft. Da hätte ich wahrscheinlich doch lieber bleiben sollen. Weil wir da einfach Glück hatten. Wir waren nicht vorbereitet, da hatten wir einfach Glück. Oder einfach kein Pech, kann man so sagen. Und dann hätten wir es vielleicht sogar mal geschafft. Erdkräfte ist nicht so schön. Geh weg. Wo lande ich denn jetzt schon wieder? Ach, lange Gänge sind lang, Leute. Es geht schon wieder los. So. Was bist du denn da? Wo ziehst du denn hin? Hallo und tschüss. Ah, ich hätte es echt machen sollen. Wir wären vielleicht jetzt schon durch. Vielleicht. Die Affe nehme ich noch mit. So. Ja, mach sie alle kaputt. Komm schon. So, U5. Immerhin was. So, scheiß auf die Items. Die brauche ich nicht. Hauptsache, ich komme hier irgendwie durch. Mehr will ich nicht. Ich will nur zu Darkrai. Oh, jetzt. Oh, der Dungeon erhört meine Wünsche. Ist das klasse. Ja, oder auch nicht.
Ein Donnerblitz noch, der eh nicht funktioniert. Ich muss mir das echt merken, Leute. Das ist echt schwierig für mich. Jetzt geht das los. Komm durch, bitte, Markbrand. Kannst du das essen? Ja, kannst du, okay. Gegen Samen hilft der Spiegeltrick also nicht. Das ist gut zu wissen. So, ich komme mal dazu. Wo ist es eben sich? Okay. Muss ganz kurz gut verheilen. So. Oh, das hat schon echt. Ach so, das. Ach, das war das so eben. Das ist ja echt weit gegangen vom Warpsam her. Ich habe mich schon gewundert, warum es nicht so viel aushält. Moment. Ich mach die platt. So. So, passt. Und auch so. Gut, dann hättest du keinen anderen Weg einschlagen können, Junglut. Dann verstehe ich das. Was haben wir hier oben? Zinkband, okay. Auch warum? So passt das? Nee. Ich will jetzt keine AP mehr verschwenden. So passt das, okay. U8. Mittlerweile regen mich hier nicht mehr AP-Fallen auf, weil das nicht mehr unser größter Feind ist. Es sind einfach andere Hacks. AP-Fallen sind mir recht egal, weil wir eigentlich genug Top-Elixiere haben. Das ist ja nicht das Problem. Du wirst jetzt nicht abhauen, oder doch? Moment, ich habe auch ein Item dafür. Bestimmt. Na komm, Eisendorn. Damit geht's auch. So. 56. 1, 1, 1. Und das war's. Okay. So, so langsam habe ich mich auch mittlerweile beruhigt. Aber ich weiß schon, wie es gleich ausgeht. Critical Hit und wir sind tot. Hörst du bitte auf? Hörst du bitte auf, sag ich. Ja, natürlich kommen die ganzen Crits noch dazwischen. Was sollte das sonst sein? Ich trinke derweil mein Top-Elixier, glaube ich. Oder hab ich Gerockbrock? Nee, habe ich nicht, ne? Nee, okay. Gott, was soll's. Ich habe noch eins, ne? Oh, shit. Nee, mach ich dann noch nicht. Das spare ich mir auf. Komm, mach kaputt jetzt. Mosch kaputt. Ich geh mal langsam. So, erstmal heilen. Okay, das reicht. So, wo muss ich hin? Irgendwo da oben wahrscheinlich, ne? Ich gehe mal den langen Weg, der... Den Weg geradeaus, der geht am schnellsten. Ich nehme mal einen Donnerschock. Nein, der funktioniert natürlich nicht. Nein! Warum? Warum musst du denn schon wieder critten? Ich verstehe es nicht. Es gibt Sachen, die gibt es einfach nicht. Das kann mir doch niemand erzählen, Leute. Wie viele Crits können in so einem... In so einem Dungeon entfallen, in so einem Spiel. Wie hoch ist diese Critical Hit Chance? Und wie viele Items habe ich jetzt noch? Geil, das Goldberg ist geblieben. Cool. Keine Siegelbeere mehr. Ja, geil. Ah, Mann. So. Scheiß drauf, ich gehe jetzt durch hier. Ist mir jetzt auch egal. Wir probieren es jetzt nochmal. Ganz ehrlich, wir sind so viel besser durchgekommen ohne großartige Vorbereitung. Dann müssen wir auch jetzt gleich auch durchkommen, oder nicht? Wenn wir jetzt eigentlich so gut wie keine Items mehr haben. Dann muss es ja eigentlich funktionieren. Und der macht erstmal die Wunderfalle kaputt, der Flooper, der Bösewicht. Aber sonst kann er keine anderen Fallen mehr irgendwie wegmachen, ne? Hat er bisher nicht geschafft. So, geh einfach weg. Geh mir aus den Augen. Ich will dich nicht mehr sehen. So, meine Güte. Oh, Gerockbrock, sehr gut. Man weiß ja nie. So, hallo. Und tschüss. Oh, die nehme ich auch mit. Die werden wir zwar nie mehr. Wir werden zwar nie erfahren, was da drin sein wird, aber warum nicht? So. Dum, 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 bum, bum. Was war das gerade? Ach, das Item. Ah, okay, ich weiß schon. Ich weiß, was das gerade war. Es ist noch nie passiert, ne? Ah, genau. Okay. YouTube-Gruppe Lutex wurde besiegt. Etwas ging verloren. Harte Box. Ja, das Lutex hat auch eine Box getragen und die ist gerade in der Lava verbrannt. Das haben wir da auch nicht gesehen. Sonst sind immer Items irgendwie. Im Wasser liegen geblieben. Aber sowas gibt's auch. So, ich möchte jetzt nicht mal besiegen lassen, ja? Natürlich Sandwirbel. Coole Idee, Flamara. Das finde ich gut. So, bitte. Danke. Einmal heilen. So. Und das überlebt einfach im Whirlpool. Wow. Overkill. Und ein Apfel. Nee, stopp, stopp. Da geht's. Da geht's dahin, wo wir eben schon waren. Das heißt, wir müssen von da links aus nach oben. Anders macht es ja keinen Sinn. Jawohl. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, das war's erstmal für heute. Im nächsten Part geht's weiter hier im tiefen Dunkelkrater. Betet für uns. Betet einfach, dass wir endlich mal unbeschadet zu Darkrai kommen.
Und dann müssen wir diesen Kampf schaffen. Ich will es einfach hoffen, Leute. Wir kriegen das irgendwie hin. Egal, ob mit oder ohne Items. Ist mir mittlerweile auch egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und auf Wiedersehen.